dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Liebe Patientin, lieber Patient, Ihr behandelnder Arzt hat Sie zu einer Computertomographie überwiesen, um eine Erkrankung oder Beschwerden bei Ihnen näher abklären zu lassen. Die Computertomographie oder auch CT ist eine spezielle bildgebende Technik, mit der wir Schnittbilder vom Körper herstellen können. Die Computertomographie ist dabei noch genauer, als es die herkömmliche Röntgendiagnostik ist. Für die Untersuchung liegen Sie auf einer Liege. Sie müssen für die Untersuchung, die nur wenige Minuten dauert, sehr ruhig liegen. Und die Patientenliege fährt dann mit Ihnen durch diesen Ring hindurch. Innerhalb dieses Gerätes befindet sich eine Röntgenröhre, die sich sehr schnell im Kreis dreht und dabei dann die Aufnahmen produziert. Bei einigen Untersuchungen kann es notwendig sein, dass wir ein spezielles Medikament, ein Kontrastmittel, Ihnen geben müssen, um eine genauere Diagnostik zu erzielen. Diese Kontrastmittel sind Medikamente, die über die Nieren wieder ausgeschieden werden. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir genaue Angaben über Ihre Vorerkrankung, insbesondere über Ihre Nierenfunktion, haben. Das Kontrastmittel enthält außerdem Jod, welches für verschiedene Stoffwechselvorgänge in der Schilddrüse verantwortlich ist. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir eventuelle Schilddrüsenerkrankungen von Ihnen zur Kenntnis bekommen. Bringen Sie bitte auch, wie wir es Ihnen ansagen, aktuelle Laborwerte bezüglich der Nieren- und der Schilddrüsenfunktion zur Untersuchung mit. In seltenen Fällen kann bei der Kontrastmittelgabe eine allergische Reaktion auftreten. Wenn Sie also Husten, Schnupfen, Hautjucken verspüren, bitte geben Sie uns gleich Bescheid, damit wir schnell mit der Therapie beginnen können. Nach wenigen Minuten ist die Untersuchung auch schon beendet und Sie können nach der Untersuchung alles ganz normal machen wie gewohnt und haben keine weiteren Einschränkungen. Nach einer eventuellen Kontrastmittelgabe trinken Sie bitte etwas mehr Flüssigkeit, also Wasser oder Tees, damit das Kontrastmittel wieder gut ausgeschieden wird.